Einen wunderschönen guten Tag, Freunde des guten Geschmacks. Herzlich willkommen bei Feel Free to Play. Mein Name ist Tommy McGinnis und ich befinde mich gerade in Watch Dogs Legion. Mir soll es um die insgesamt 47 Paste-Ups gehen, die über ganz London verteilt sind. 9 davon befinden sich in City of Westminster. Um alle möglichst schnell einsammeln zu können, empfehle ich euch, eine Frachtdrohne als Transportmittel zu benutzen. Im Süden des Gebiets ist in der Nähe der Themse eine Baustelle. Diese ist außerdem ein Sperrgebiet. Dort ist das erste Paste-Up zu finden. Bitte woanders hin. Was war das? Im Südwesten des Gebiets ist ein Park, an dessen südöstlicher Ecke ein Trainingslager ist. Dort versteckt sich hinter einer Statue ein weiteres Paste-Up. In der Nähe der Schnellreisestation Embankment ist eine Eisenbahnbrücke. An deren Südseite ist ein weiteres Paste-Up. Weiter geht es an der nordöstlichsten Ecke des Trafalgar Square. Hier ist das nächste Paste-Up zu finden.
Zwei Querstraßen nördlich der letzten Position ist das nächste Paystop. Das nächste Paystop befindet sich oberhalb eines Nachtclubs. Die entsprechende rosa-blaue Hologrammwerbung ist auch in der Gasse darunter zu sehen. Das Paystop Chinatown sagt schon, wo es zu finden ist. Durch die Straße darunter schlängelt sich das Hologramm eines Drachen. Das gesuchte Dach ist an der Schwanzspitze des Tieres. Im nördlichen Teil des Gebiets ist der Covent Garden und dort ist das nächste Paystop. An der östlichen Grenze zu Kempten ist ein Sperrgebiet mit einem großen Schornstein. Auf einem der Dächer des Fabrikgebäudes ist das letzte Paystop. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Die Suche nach den restlichen Paystops wird in den anderen Videos fortgesetzt. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat, abonniert und aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Und damit verabschiede ich mich erst einmal. Tschüss, macht es gut, euer Tommy McGinnis von Feel Free to Play.